herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee. Und ihr seht wieder, Dennis ist mit dabei. Hallo. Moin. Moin. Ja, wir haben uns mal wieder verabredet. Das machen wir jetzt anscheinend öfters. Und es macht aber auch so viel Spaß und es kommt bei euch ganz gut an und deswegen machen wir es jetzt recht. Und heute haben wir uns wieder ein Thema ausgedacht und zwar, Yes We Can. Nein, das ist nicht das Thema, sondern analog versus Lomographie. Also analoge Fotografie versus Lomographie. Wann darf man was wie benennen? Und darf man das überhaupt alles in einen Pott werfen? Und wir haben uns gedacht, wir reden da einfach mal ein bisschen drüber. Und weil das auch tatsächlich etwas ist, womit ich oft konfrontiert werde, wenn ich meine Filmzerstörungen mache und so weiter und dann daneben schreibe, analoge Fotografie, kriege ich ganz oft Nachrichten von ganz unnetten Menschen teilweise, die mir dann schreiben von wegen, das ist keine analoge Fotografie, das ist Lomographie oder Müll. Und dementsprechend ist wirklich so die Frage, was ist analoge Fotografie? Und darf man diese Spieltriebsachen, du hast ja, bist ja nun mal Autor des Buches Spieltrieb. Rein zufällig liegt es auch da. Guck mal, rein zufällig. Sowohl als auch. Ja. Spieltrieb sowie. Link zu dem Ding findet ihr unten. Haben wir das jetzt auch damit. Aber darf man beides in einen Topf werfen? Wie siehst du das? Wie ist da so deine Meinung zu? Wir beide sind uns, glaube ich, einig, dass alles, was Glaubenskriege angeht, Quatsch sind. Das heißt, Kampf aufzumachen, was ist richtige Fotografie, was ist falsche Fotografie, muss das schwarz-weiß, muss das Farbe, muss das perfekt sein, was ist eigentlich perfekt? Ich halte das für völligen Quatsch. Ich glaube, dass Menschen da ganz viel Lebenszeit und Energie verbraten, um sich auf Kämpfe einzulassen, die nirgendwohin führen, die niemanden glücklich machen. Und was hat man davon, wenn man dich jetzt beschimpft und sagt, hör mal zu, was du da machst, ist irgendwie nicht echt. Das oder so. Wer definiert das eigentlich? Ich finde, es kann jeder für sich selbst definieren und man muss ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag bringen und sagen, es mag mir vielleicht nicht gefallen, aber lass den Kerl doch machen. Ich freue mich ja, dass er Spaß hat. Und vielleicht lerne ich ja doch noch was nebenbei, ganz ungewollt vielleicht. Und analoge Fotografie ist das, wo ein Film drin ist, ja. Also, beziehungsweise man kann auch Fotopapier reinlegen. Es reicht ja auch schon. Ja. Oder man, ja. Fotopapier, also irgendwas, eine lichtsensitive Emulsion auf einem Träger. Das fängt irgendwie, das ist das, was analoge Fotografie ist. Und das ist es dann auch schon. Ich kann auch mit der teuersten Leica scheiß Fotos machen. Geht. So. Es ist ein bisschen schwerer, aber es geht, ja. Ja, definitiv. Sehe ich ganz genau so. Ne? Und ich meine, wenn ich heute mir eine analoge Kamera schnappe, natürlich ist das auch Spieltrieb. Ne? Ich finde den Begriff sehr schön mit Spieltrieb, weil nichts anderes ist das doch. Ne? Wenn ich mir meinen Film in Kaffee bade oder die Spülmaschine haue oder in die Waschmaschine haue oder ich habe mal gesagt, mit dem Auto drüber fahre, dann ist das halt einfach Spieltrieb, klar. Und wenn ich dabei coole Ergebnisse habe, dann ist das halt auch wieder Geschmackssache. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das eher weniger. Aber das habe ich auch mit einem Bild aus einer Leica. Dem einen gefällt das Bild, meistens gefällt es immer dem, der es gemacht hat. Und und den anderen manchmal nicht. Das ist halt einfach so. Ne? Und wenn man dann noch ein paar Leute findet, das ist schön am Internet, dann findet man noch ein paar Leute, die es auch cool finden. Und diese Glaubenskriege nehmen halt immer mehr zu. Und es ist halt, sie nehmen echt mehr zu auch, finde ich. Und es muss analog sein unbedingt. Nichts darf digital sein. Und komischerweise werden die Fotos aber eingescannt und dann sind sie auch digital. Ne? Also, das ist einfach manchmal eine Welt, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Ne? Aber ich glaube, wir beide gehen da ja ganz gut gegen an mit unseren Kanälen. Ja, also ich finde, wir machen ja auch wahnsinnig viel unterschiedliches Zeugs. Also ich habe auch gar kein Problem damit zu sagen, ich möchte mich mal auf eine Sache konzentrieren und sagen, ich möchte das eine so gut machen, wie es irgendwie geht. So, und dann wirklich mit einer großen Ernsthaftigkeit ranzugehen und sagen, okay, wie mache ich das jetzt alles? Und manchmal kommt halt auch so das Kind in einem wieder durch und sagt, komm, wirf mal alle Regeln über Bord und mach einfach mal, wie sich das richtig anfühlt und guck mal, was passiert. Ich meine, so spielen ja Kinder, so lernen Kinder die Welt kennen und so werden sie auch groß, stark und klug durchs Ausprobieren.
Und warum immer damit aufhören, Sachen auszuprobieren, macht mich unglücklich, weil ich immer denke, Leute, Lernen funktioniert doch darüber. Und Weiterentwickeln funktioniert durch Abenteuer. Und zu sagen, ich weiß schon, wie es geht. Nur so macht, darf man es machen, führt auch dazu, dass man stehen bleibt, nicht weiterkommt. Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Und auch mal wirklich auszutesten. Das ist ja das Schöne, das hat man früher nicht gemacht. Früher wollte man ja super Fotos haben und deswegen hat man die analoge, hat man damals so einen Film eingelegt, wollte schöne Fotos haben und alles dafür getan, dass das Foto auch so perfekt wie möglich aussieht. Das brauchen wir ja heute nicht mehr, ne? Klar, ich gucke mir auch super gerne ganz tolle, richtig super gemachte Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos auch an, die mit einer Hasselblatt gemacht wurden oder so. Gucke ich mir alles sehr gerne an. Aber ich gucke mir auch gerne mal so das Anarchische an, ne? Wo einfach mal Filme zerstört worden sind und Effektfilme sind ja meistens zerstörte Filme, die damit gemacht worden sind. Und das ist in der Kunst ist alles erlaubt, sage ich mal. Ne? Rockmusik, ja, eine verzerrte E-Gitarre. Ja, genau. Sie eine schön klingende Gitarre, aber sie hat eine Wirkung und sie hat einen Druck, der mir auch ein gutes Gefühl geben kann. Es muss nicht alles sauber und schön klingen. Ja. Also die Ramones klingen bestimmt ziemlich furchtbar, würde man sie auf einer sauberen Gitarre spielen. Boah, ja, stell dir das mal Könnte ich vor. mir vorstellen, klingt nicht so geil. Ja, das ist. Ne, das ist definitiv so. Und das hätten wir auch alles nicht, wenn jemand sich nicht getraut hätte, das zu machen. Ne? Und ich meine, gut, die Lomographie hätten wir ja auch nicht. Aber sagen wir mal, ist für dich das völlig in Ordnung, wenn man analoge Fotografie gleichsetzt mit Lomographie, oder würdest du da schon eine Abgrenzung ziehen? Also Lomographie ist ja ein Kunstbegriff, der ist ja gemacht worden von jungen Marketingstudenten aus Wien, die eine Firma gegründet haben und haben gesagt, das, was diese eine Kamera, die Lomo LCA macht, ist Fotografie mit der Lomo, also Lomographie. So, die haben das Produkt, was sie haben, möglichst mit einem eigenen Namen zu branden und die Art der Fotografie sozusagen so zu definieren. Also unklar, nicht ungeplant, Vignetten, merkwürdige Farben, Verzerrungen, rockig, direkt, unüberlegt. Das war so der Markenkern und den haben die mit dem Label versehen. So, und alles, was spontane Fotografie ist, was nicht perfekt ist, heißt heute Lomographie. So, und die Firma selber entwickelt sich davon ja schon weiter weg. Die machen ja inzwischen ganz andere Sachen. Die verkaufen ja inzwischen irgendwelche Kunstobjektive, die 800, 900 € kosten und so. Also das ist auch eine Weiterentwicklung, die dahinter steckt. Und der Name Lomographie ist, wir benutzen quasi jedes Mal, wenn wir darüber reden, der Werbebegriff. Ja, und kriegen nichts dafür. Wir würden ja was annehmen. Ja. Nehmen wir so ein Petzl-Objektiv. Das ist gar nicht so schlecht. Ist auch Stifthalter. Wenn du es auf den Tisch stellst, die Linsen rausnimmst, kannst du da so Stifte rein. Sieht super aus. Ja, Geht ist auch. super. Sehr klug, aber Wenn du geht. das Glas rausnimmst, kannst du Kaffee reinschütten. Dann hast du Kaffee. Das untere Glas drin lassen, dann geht's besser. Ja, sind wir schon wieder anarchisch unterwegs. Ja, also Lomographie ist aus meiner Sicht auch nichts anderes. Und deswegen schreibe ich ja neben meine Videos auch immer analoge Fotografie hin. Erstens, weil es ein Dauersuchbegriff ist. Ne? Und aus meiner Sicht ist Lomographie nichts anderes als analoge Fotografie. Weil das, was du gerade gesagt hast, sobald da so ein Film drin ist oder einen in einem anderen Format, sobald da ein analoger Film drin ist, ist das für mich analoge Fotografie. So, was derjenige mit dem Film vorher gemacht hat oder was derjenige dafür für Ergebnisse raus hat, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber es ist das Ergebnis der analogen Fotografie. Ne? Sag mal was zu deinem Spieltrieb. Du hast ja ein Buch geschrieben über dieses Spieltrieb. Das hast du ja gerade schon reingehalten. sonst Worum? unangenehm. Bitte? Mache ich nicht nochmal, sonst so unangenehm. Wobei, man könnte ja noch. Nein. Nein. Nee, aber das wird dich ja auch irgendwie beschäftigt haben. Und sag mal, worum es da geht. Also der Untertitel ist vom Fotografieren mit Toycameras. Man geht nicht Lomografieren drauf, sondern es geht wirklich darum, mache so ein bisschen die Spaltung auch zwischen Lomografie und Toycamera-Fotografie, einfach weil ich diese Philosophie des Spontanschießens auf der einen Seite haben wollte, was ja quasi der Kern der Lomografie ist, das Ungebremste, Ungefilterte, und auf der anderen Seite das Überlegen,
was kann ich für Fotos machen, indem ich diese einfache Technik ganz besonders bewusst einsetze und überlege, was kann die, was macht die und wie weit habe ich da Kontrolle drüber. Das heißt, auch ein ernstes Fotografieren kann zum Beispiel mit einer Holga passieren. Ich muss mit der Holga nicht nur Knipsbilder machen. Ich kann auch da sagen, okay, ich will ganz bewusst diese Ästhetik haben und benutze dafür diese Technik. Mhm. Und es gibt Fotografen, die ganz bewusst mit beiden Kameras in der Kameratasche unterwegs sind. Die haben auf der einen Seite ihre teure Digitalkamera und haben daneben eine Holga liegen und machen mit beiden Kameras professionell Fotos. Und manchmal ist es halt das Holga-Bild, was sie benutzen, und manchmal ist es halt das Digitalbild. Und das war so ein bisschen die Idee, zu sagen, es muss nicht nur die 10 goldenen Regeln der Lomografie sein, sondern es kann halt auch sein, dass man sagt, einfache Technik und trotzdem kompliziertes Bild. Mhm. Das war sozusagen diese Spreizung, die ich da drin habe. Und deswegen auch dieser Doppeltitel Ernsthafter Spieltrieb. Natürlich geht es um Spieltrieb, aber manchmal ist der halt auch, muss man den auch zügeln, um gezielt zu arbeiten. Ja. Deswegen, ich habe dich nämlich gefragt, oder sollst du es mal ausführen, weil hinter dir hängt eine Toy-Kamera. Und das ist natürlich die rote da, die meine ich. Genau die, ja. So, und das ist doch schon provozierend genug, oder? Ist das jetzt analoge Fotografie? Der eine oder andere sagt dir, guck mir das Smiley an, geil. Und jetzt ist wirklich die Frage, ist das jetzt, wenn du jetzt, du machst jetzt einen Vlog und machst damit Fotos, hast du ja auch gemacht, glaube ich, ganz am Anfang mal, jetzt schreibst du da analoge Fotografie neben, da wird der ein oder andere mit Sicherheit dir sowas von aufs Dach steigen. Ist das analoge Fotografie? Klar, absolut ist analoge Fotografie, da ist ein Film drin. Also der ist schwer einzulegen, weil Kinder das nicht sollen. Da ist so ein kleiner versteckter Papa-Knopf, ja, oder Mama-Knopf. aber das Ding ist halt eine Kamera, da ist eine Linse vorne drauf, hinten ist ein Film drin, es gibt einen Auslöser und hat sogar einer drauf die Mühe gegeben, drauf zu schreiben, dass die Linse eine Blende von 6,8 hat. Nicht, dass es für ein Kind relevant wäre, aber es ist für Kind ist eher dieses Ding relevant, dass das Ding eine Panikkette hat. Das heißt, wenn das Kind hinfällt, sich an der Kamera verheddert, sich nicht selbst erdrosselt. Okay. Das ist sozusagen das Wichtige fürs Kind. Und auch. Genau. Aber die Frage, also ich habe lustigerweise keine Attacken bekommen, als ich damit was gemacht habe. Ich dachte auch, das dreht der Kerl völlig durch, jetzt kommt immer sowas. Ich glaube, es ist immer eine Frage, mit wie viel selbstreflektierten Blick man unterwegs ist. Sobald man selbst zum Glaubenskrieger wird, lockt man solche Leute an. Also wenn ich Leuten erzähle, nur so geht's. Das ist hier die ernste Fotografie und es muss so sein. Toy-Cameras sind besser als alles andere. Dann kriegst du natürlich auch die 12 und irgendwie auch zurecht. Wenn du mal sagst, es ist eine Spielart, ich tobe mich damit mal aus, ich habe da jetzt Bock drauf. Ich nehme es auch nicht so ernst, weil wenn so eine Kamera vorne ein Smiley drauf hat, fällt es auch mir schwer, ernst zu bleiben. Stimmt. So, Glaubenskrieger locken Glaubenskrieger an. Das bin ich nicht. Wenn jemand seine Leica tauschen möchte. Es ist total wichtig, dass man, glaube ich, auch humorvoll an solche Sachen rangeht. Ne? Und dass man das alles nicht immer so ganz ernst nimmt. Und manche Leute nehmen einfach ihr Hobby manchmal auch ein bisschen zu ernst, könnte ich mir vorstellen. Das ist aber auch, glaube ich, in anderen Hobbys der Fall. Ne? Und dementsprechend, vielleicht sollte man da einfach ein bisschen toleranter mit sein. Und, Ja, übrigens auch bei der Lomografie, da gibt es auch Leute, die dich aufs Wüsteste beschimpfen und dich für einen Vollpfosten halten, weil du bei einer Diana F Plus gesagt hast, das Ding heißt Plus weil oder F weil und diese der anderen Meinung sind, dass das nicht stimmt. Okay. Ich hatte einen interessanten Dialog mit einem Menschen in den Kommentaren. Der hatte einen anonymen Account mit einer Skimaske als Foto. Super. Und der mir erzählt, ich hätte keine Ahnung, weil ich gesagt habe, das F hinter der Diana mit F Plus heißt F Flash Plus ist die neue von Lomography und die ohne Plus ist halt die Original von damals. So. Und darüber entspann sich eine Diskussion. Und ich dachte, warum so viel negative Energie, liebe Freunde? Das ist so, ne? Ja. Ich meine, ich bin ja bereit für alle so, aber warum? Was passiert da? Warum streitet man sich über so einen Quatsch? Ja, das ist so.
Und aber ich glaube, das findet man tatsächlich auch in sämtlichen anderen Hobbys wieder. Und verstehen werde ich es nie. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so dieses Glaubensdingen. Und jeder möchte seine Meinung, seine Erfahrung als die wahre Erfahrung. Also nicht jeder, aber einige Leute möchten das ganz gerne als ihr wahres Nonplusultra haben. Und wir werden es nicht verändern. Mich interessiert allerdings jetzt mal, wie ihr da draußen das seht. Diese Diskussion gibt es ja auch in ganz vielen Foren. Wir machen ja jetzt nicht als allererstes diese Diskussion hier auf, ne? Wir tauschen uns ein bisschen aus. Und ich glaube, wir sind beide sehr gespannt darauf, wie ihr das da draußen seht. Tobt euch mal in den Kommentaren aus. Seid bitte dabei, weil es wirklich ein Sprengstoffthema bei Facebook ist und so. Ja, genau. Seid nett zueinander und haut da mal eure Meinung unten rein. Wobei ich ja immer sehr, sehr dankbar bin bei meiner kleinen Community. Die sind echt immer sehr nett zueinander. Das ist sehr, sehr schön. Also diskutiert es unten mal in den Kommentaren. Wenn ihr Dennis Buch kaufen wollt, der Link ist auch unten drin. Schaut euch das Ganze mal an. Schaut bei Dennis vorbei. Und ich denke, wir beide werden ja öfters mal wieder zusammen sehen und wir werden gesehen werden können. Und wir werden jetzt öfters mal wieder Projekte machen. Da kommt das ein oder andere Interview auch nochmal. Und ich sage an dieser Stelle erstmal Danke und mach's gut. Wir sehen uns bald wieder. Und an euch da draußen, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, teilt das Video und vergesst das Smile nicht und nehmt euch mal wieder eine alte analoge Kamera, die vielleicht ein bisschen retro aussieht und wo man mit sich ein bisschen zum Affen macht und nimmt das Ganze mal ein bisschen mehr mit Humor. Jawohl. So, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ich bin raus. Tschö. Weiter knipsen.